the word. Seid ihr bereit für das Wort? Amen. Amen. Glory to God. Ehre sei Gott. Last week we learned about vision. Letzte Woche haben wir über Visionen gelernt. We learned about the power of vision. Wir haben über die Kraft der Vision gelernt. Powerful words. Kraftvolle Worte. We heard that without vision people are destroyed. Wir haben gehört, dass ohne Vision Menschen zerstört werden. Without vision there is no guidance. Ohne Vision gibt es keine Führung. Without vision, ohne Vision there is no reason for living. Gibt es keinen Grund zu leben. In fact, without vision, in Wahrheit, ohne Vision there is no strength. Gibt es keine Stärke. We also understood from last week, und wir haben auch letzte Woche verstanden, that vision is divine revelation and prophetic insight from God. Dass Weisheit, göttliche Offenbarung und prophetische Einsicht von Gott ist. Vision is divine revelation. Weisheit ist göttliche Offenbarung. Vision ist göttliche Offenbarung. And prophetic insight from God. Und prophetische Einsicht von Gott. Vision is for guidance. Vision ist für die Führung da. Is for correction. Ist auch für die Richtigstellung. And for direction. Und für Richtungsgebung. Vision shows you the end. Die Vision zeigt dir das Ende. Before you even think of starting. Bevor du überhaupt before you even think of starting. Darüber nachdenkst anzufangen. Wow. Wow. There was so much more. Und so viel mehr. So I encourage you. Also ermutige ich euch. Please listen to it again. Bitte hört es euch nochmal an. And because it's so beautiful. Und weil es so wunderschön ist. Today we'll continue. Wollen wir heute fortfahren? Our topic today, unser Thema für heute, is vision, ist Vision, the origin and the purpose, der Ursprung und der Zweck. Vision, Vision, the origin and the purpose, der Ursprung und der Zweck. You know, when you know what something can do, wisst ihr, wenn ihr wisst, dass when you know what something can do, wenn ihr wisst, dass was etwas erreichen kann, when you know, you know what the effect of something can be. Wenn du weißt, was die Auswirkungen von etwas wirklich ergeben kann. But you don't know the origin. Aber du kennst den Ursprung nicht. And you don't know the purpose. Und du kennst den Zweck nicht. You might likely abuse it. Dann wirst du das wahrscheinlich missbrauchen. You might likely be mistaken. Und du merkst wahrscheinlich falsch liegen. Because you think. Denn du denkst. It is a tool to get something. Das ist ein Werkzeug, um irgendwo hinzukommen. You think it is a tool to acquire something. Wir denken, es ist ein Werkzeug, um etwas zu erlangen. And that's why we are looking at the origin and the purpose of vision. Und genau deshalb schauen wir auch jetzt auf den Ursprung und den Zweck von Vision. Where does vision come from? Wo kommt Vision her? What is it supposed to do? Und was soll es bezwecken? Last week we also saw. Letzte Woche haben wir auch gesehen, the vision for the church. Die Vision für die Gemeinde. It is to know Christ, es ist, Christus zu kennen and to make him known. Und Christus bekannt zu machen. And Pastor Slavisha was really bold last week. Und Pastor Slavisha war sehr kühn letzte Woche. He even advised you to stand beside it. Er hat euch sogar empfohlen, euch daneben zu stellen. And allow yourself be photographed. Und er hat euch erlaubt, dort fotografiert zu werden. When our bishop is this bold, und wenn unser Bischof so kühn ist, then you know it's very important. Dann wisst ihr, es ist sehr wichtig. You know that it is very important for living. Und ihr wisst, es ist sehr wichtig für das Leben. It is not enough to know. Es reicht nicht zu erkennen. It is not enough to have information. Es reicht nicht, Informationen zu haben. The information must change into revelation. Die Information muss sich in Offenbarung umwandeln. And the revelation und die must become your experience. Und die Offenbarung muss dein Erleben werden. And that's why we're talking about the origin of vision and the purpose. Und deshalb sprechen wir auch über den Ursprung und den Zweck von Vision. Vision takes us beyond our limitations. Die Vision bringt uns jenseits unserer Begrenzung. Paul taught us. Paulus hat uns gelehrt. He says we are seated in Christ in the heavens. Er sagt, wir sitzen in Christus in den himmlischen Örtern. And I like the example of Pastor David last week. Und ich mag auch sehr das Beispiel von Pastor David von letzter Woche. You are here. Ihr seid hier. Physically. Physikalisch. But you are at the same time in heaven.
Aber gleichzeitig seid ihr auch im Himmel. That one is for you. Das ist für euch. And that one is for free. Und das ist kostenfrei. Well, what does vision, where does vision originate from? Wo kommt denn jetzt Vision eigentlich her? Wo hat sie ihren Ursprung? Turn your Bibles with me to Ephesians chapter 1. Schlag bitte eure Bibel auf mit mir bei Epheser Kapitel 1. Ephesians chapter 1. Epheser Kapitel 1. We will read him from verse 4. Wir lesen ab Vers 4. I hope you brought your Bible. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel mitgebracht. This is a worship service. Das ist ein Anbetungsgottesdienst. And we're here to learn Christ. Wir sind hier, um Christus zu lernen. Amen. Amen. So the scripture says, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him in love. Die Schrift sagt, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. We were chosen in him before anything was ever created or founded. In ihm wurdest du erwählt, bevor irgendetwas auch je erschaffen oder gegründet wurde. In what were you chosen? Aber wo drin wurdest du erwählt? In love. In Liebe. You were chosen holy. Du wurdest heilig erwählt. You were chosen accepted. Du wurdest als erwählt, als angenommen erwählt. You were chosen without blame. Du wurdest ohne Makel und Schuld erwählt. But where were you chosen in? Aber wo drin wurdest du erwählt? In love. In Liebe. So everything about you starts with love. Also alles, was dich anbelangt, beginnt mit Liebe. Please, I must say this. Also bitte, ich möchte das sagen. Now, the way you came into the earth, die Art und Weise, wie du auf die Erde gekommen bist, biologically, biologisch gesehen, may not be by love. Mag nicht durch Liebe sein, gewesen sein. It may not be by oneness. Mag auch nicht durch eins sein, geschehen sein. But it doesn't mean, aber das bedeutet nicht, that you were not chosen by love. Dass du nicht durch Liebe auserwählt wurdest. So don't allow your earthly circumstance, also lass nicht zu, dass deine irdischen Umstände determine whose you are and who you are. Festlegen, wessen du bist und wer du bist. The Lord told Jeremiah this way. Der Herr hat es Jeremia auf diese Weise gesagt. Er sagt, bevor du im Leibe geformt wurdest, I knew you. Kannte ich dich. So there is more to you than just your biological whereabout. Also es gibt mehr über dich als nur dein biologisches Dasein. So the scripture says here, also die Schrift sagt hier, you were chosen in love. Du wurdest in Liebe erwählt. Now say it to yourself. Sag es dir mal selbst. I am chosen. Ich bin erwählt. In love. In Liebe. No, you gotta say it to yourself. Du musst dir das selbst mal sagen. This is not a joke. Das ist kein Witz. Because if you are not confident in the love of God, denn wenn du nicht in der Liebe Gottes zuversichtlich bist, in whose love do you want to be confident in? In wessen Liebe willst du dann zuversichtlich sein? If you are not grounded, wenn du nicht gegründet bist, because God loves you, da Gott dich liebt. In whose love do you want to be grounded? In wessen Liebe willst du dann gegründet sein? Who can love you better than God? Wer kann dich mehr als Gott lieben? I mean, let's be honest. Who can love you deeper than God? Lass uns ehrlich sein. Wer kann dich tiefer als Gott lieben? And so love is the atmosphere. Und so ist die Liebe die Atmosphäre, where you were brought up. In der du aufgezogen wurdest. Before you appeared physically, bevor du physisch erschienen bist, you were already in love. Warst du schon in Liebe. Amen. Amen. And so the gospel reveals to us, und so offenbart uns das Evangelium, that God is love. Dass Gott Liebe ist. And since God is love, und da Gott Liebe ist, love has decided to share himself with all mankind. Hat sich die Liebe entschieden, sich selbst mit der ganzen Menschheit zu teilen. In the same gospel, im selben Evangelium, Jesus Christ, Jesus Christus, reveals God, offenbart Gott, who is love, wer Liebe ist, as our Father,
als unseren Vater, our origin, als unseren Ursprung, our source, unsere Quelle. But not only that, aber nicht nur das, we are also revealed, uns wird auch offenbart, we are co-revealed, wir sind mitoffenbart as the sons of love, als die Söhne der Liebe. So you are a son of love. Also bist du ein Sohn der Liebe. So whatever comes out of you, also was auch immer aus dir rauskommt, or whatever comes to you, was auch immer zu dir kommt, from the source, von der Quelle, is love, ist Liebe. And so love is exhibited in Christ. Und so ist die Liebe in Christus innegewohnt. And so love is exhibited. So ist die Liebe in Christus gezeigt. And so love is the origin of vision. Und so ist die Liebe auch der Ursprung von Vision. Whatever it is that God wants to show you, was auch immer es ist, was Gott dir zeigen will, it begins with his love for you. Es beginnt mit seiner Liebe für dich. It is in this atmosphere of love, und genau in dieser Atmosphäre der Liebe, that you begin to see the heart of the Father. Fängst du an, das Herz des Vaters zu sehen. Amen. Amen. Let's look at the scriptures. John chapter 5. Lass uns eine Schriftstelle anschauen. Johannes Kapitel 5. John chapter 5, we're looking at verse 19. Johannes Kapitel 5, wir schauen auf Vers 19. The origin of vision. Der Ursprung der Vision. Amen. Amen. John chapter 5, verse 19. Johannes Kapitel 5, Vers 19. The scripture says, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. Die Schrift sagt, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Jesus is responding to the reaction of the Jews towards his behavior. Jesus reagiert auf die sozusagen Antwort der Juden auf sein Verhalten. Now look at verse 20. Lass uns Vers 20 anschauen. Jesus gives us a very, very big key here. Jesus zeigt uns hier einen wirklichen Schlüsselpunkt. Verse 20 says, for the Father loveth the Son and showeth him all things that himself doeth, and he will show him greater works than these, that ye may marvel. Vers 20 sagt, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf dass ihr euch verwundert. Can you see it? Kannst du das sehen? It is in the love relationship. Es ist in der Liebesbeziehung, that the Father shows the Son all things, dass der Vater dem Sohn alle Dinge zeigt. Now, I need to say this. Ich will das mal sagen jetzt. When we're talking about vision here, wenn wir hier über Vision sprechen, we are looking at vision from the point of salvation. Dann schauen wir uns die Vision von dem Blickwinkel der Erlösung an. We are looking at vision from the point of eternal life. Wir schauen uns die Vision von dem Blickwinkel des ewigen Lebens an. Why are we doing that? Warum tun wir das? Because in the greater you have the lesser. Denn in dem Größeren hast du das Kleinere. It is in the life of God. Es ist im Leben Gottes, that you have your career, dass du deine Karriere hast. You have your business, du hast dein Geschäft. You have your projects, du hast deine Projekte. You have your life goals, du hast deine Lebensziele. It is in the life of God, es ist im Leben Gottes, that everything else springs forth, in dem alles andere hervorspringt. That's why we are looking at vision from God's perspective about salvation. Und deshalb schauen wir auf Vision von Gottes Perspektive über Errettung. And salvation is not only you saying, I receive Jesus as my Lord. Und Errettung ist nicht nur, dass du sagst, ich empfange Jesus als mein Herrn. But salvation is a continual way of living. Sondern Errettung ist ein fortwährender Weg des Lebens. For somebody who's thirsty, für jemanden, der durstig ist, water is salvation. Ist Wasser Errettung. Somebody who's hungry, für jemanden, der hungrig ist, food is salvation. Ist Nahrung Errettung. Somebody who's disturbed in the soul, für jemanden, der verstört ist in der Seele, salvation is the peace of God. Ist die Errettung der Friede Gottes. And this is the reason why we are starting with salvation.
Und das ist der Grund, warum wir mit der Errettung beginnen. So we can see from the scripture, also wir können von der Schrift aus sehen, the Father loves the Son. Der Vater liebt den Sohn. And please, und bitte, this scripture, diese Schriftstelle is not just for Jesus only. Bezieht sich nicht nur auf Jesus. Because why? Denn warum? After the resurrection, nach der Auferstehung sind wir alle in ihm. He is in us. Und er ist in uns. So whatever is valid for him, also was auch immer für ihn gültig ist, is valid for us. Ist auch für uns gültig. So if the Father loves him, also wenn der Vater ihn liebt, the Father loves us. Dann liebt der Vater uns. Amen. Amen. Aha. So if the Father shows him all things, also wenn der Vater ihm alle Dinge zeigt, because he is the Son, weil er der Sohn ist, he is the Son of God, er ist der Sohn Gottes, well, guess what? Rate mal. You have been brought into Christ as sons. Du wurdest in Christus als Sohn gebracht. And as sons, und als Söhne, the Father shows you all things as well. Zeigt der Vater dir auch alle Dinge. And so this is why it is important for you to know. Und deshalb ist es für dich wichtig zu erkennen. The Father-Son relationship, die Vater-Sohn-Beziehung, is where vision is brought into being. Ist da, wo die Vision in das Dasein tritt. Vision is not a tool. Vision ist kein Werkzeug. For you to get something. Damit du etwas bekommst. Oh God, show me how to make money. Oh Gott, zeig mir, wie ich Geld mache. God, show me how to live healthy. Gott, zeig mir, wie ich gesund lebe. God, show me how to lose weight. Gott, zeig mir, wie ich Gewicht verliere. Show me how to talk to my brother and my sister. Zeig mir, wie ich mit meinem Bruder oder meiner Schwester rede. Those are nice things. Das sind tolle Dinge. The only problem is this. Aber das einzige Problem ist, when you start like that, wenn du so beginnst, after some time, nach einer gewissen Zeit, you get tired. Wirst du müde davon. Because why? Everything God has to, it's like God is like a machine. Denn warum? Dann ist Gott für dich auf eine gewisse Weise wie eine Maschine. You have to put in something so that something comes out. Du musst was reintun, damit was rauskommt. This is not the way salvation has been designed. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Errettung entworfen wurde. Salvation is designed, Errettung ist entworfen, that when you acknowledge God as your Father, dass wenn du Gott als dein Vater anerkennst, and when you see in Christ that you are his son, und wenn du in Christus erkennst, dass du sein Sohn bist, what happened? Was geschieht? You are in oneness continually. Du bist kontinuierlich im Einssein. And in this oneness, und in diesem Einssein, the Father shares with you, teilt der Vater mit dir natural. Ganz natürlich. It's not something you have to struggle for. Ist auch nichts, wofür du kämpfen müsstest. Okay, I'll say it in another way. Ich sag's nochmal auf andere Weise. You guys are too quiet. Ihr seid mir noch zu leise. It's not something we fast and pray for. Es ist nichts, für das wir fasten und beten. We don't fast and pray so that God can show us. Wir fasten und beten nicht, damit uns Dinge zeigt. No, we fast and pray. Nein. So that we can focus. Wir fasten und beten, damit wir uns fokussieren können. It is the fasting changes us. Das Fasten verändert uns. It doesn't change God. Es verändert nicht Gott. The praying changes us. Das Gebet verändert uns. It doesn't change God. Es verändert nicht Gott. So the fasting and praying, also das Fasten und Beten, is to keep me in focus. Ist, damit ich fokussiert bleibe. Focus on what? Fokus worauf? The love the Father has for me. Auf die Liebe, die der Vater für mich hat. The love the Father has for us. Die Liebe, die der Vater für uns hat. Because when my focus is on the relationship, denn wenn mein Fokus auf die Beziehung ist, his satisfaction is my fulfillment. Ist seine Zufriedenheit meine Erfüllung. I don't need to struggle to be fulfilled. Ich muss nicht darum kämpfen, erfüllt zu werden. I don't need to fight so that I can win. Ich muss nicht kämpfen, damit ich gewinnen kann. No. Nein. All I need to do is rejoice in his winning. Alles, was ich tun muss, ist in seinem Sieg zu jubeln. Amen. Amen. And so the origin of vision. So ist der Ursprung von Vision. The love that is shared with us in Christ. Die Liebe, die mit uns in Christus geteilt wird. In the course of our affirmation. Im Voranschreiten unserer Affirmation. When we agree. Wenn wir übereinstimmen. When we say yes. Wenn wir ja sagen. To the Father's love for us. Zu der Liebe des Vaters für uns. We are brought into. Werden wir hineingebracht. The vision of the Father. Die Vision des Vaters.
Knowing Christ, Christus zu erkennen, and making him known, und ihn bekannt zu machen, is our daily bread, ist unser tägliches Brot, and not our daily fight, und nicht unser täglicher Kampf. Amen. Amen. Glory to God. Ehre sei Gott. The Father loves the Son. Der Vater liebt den Sohn. And that's why he shows the Son all things. Und deshalb zeigt er den Sohn alle Dinge. Glory to God. Ehre sei Gott. Let's look at the purpose. Lass uns auf den Zweck schauen. What is the purpose of vision? Was ist der Zweck von Vision? What is vision supposed to do to us? Was soll Vision angeblich uns darbringen? Let's look at another scripture. Lass uns noch eine andere Schriftstelle anschauen. John chapter 15. Johannes Kapitel 15. John chapter 15. Johannes Kapitel 15. Amen. Amen. Glory to God. Ehre sei Gott. We're reading from verse 4. Wir lesen ab Vers 4. John chapter 15 from verse 4. Johannes Kapitel 15 ab Vers 4. We're looking at the purpose of vision. Wir schauen uns den Zweck der Vision an. The scripture says, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Die Schrift sagt, bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibet denn am Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Verse 5 says, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Vers 5 sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Now, when we read about this, wenn wir jetzt darüber lesen, yeah, the purpose is to be a fruit. Dann denken wir, ja, der Zweck ist es, Frucht zu sein. Correct. Korrekt. But what kind of fruit? Aber welche Art von Frucht? Because sometimes we think success is the fruit. Denn manche von uns mögen jetzt denken, Erfolg ist die Frucht. When I live in a very nice area and I drive a very fancy car, wenn ich in einer tollen Gegend wohne und ich fahre ein schickes Auto, dann bin ich fruchtbar. You think when I'm the highest person in my place of work, then I'm fruitful. Oder manche denken, wenn ich die allerhöchste Person in meiner Firma bin, dann bin ich fruchtbar. When I score the highest in my studies, I'm fruitful. Wenn ich der höchste in meinem Studiumsgebiet genannt werde, dann bin ich fruchtbar. When I have so many people looking up to me, then I'm fruitful. Wenn es so viele Menschen gibt, die mich anschauen, dann bin ich fruchtbar. The only question in all these things I've described is, all diese Sachen, die, the only question in all these things I have described is, die einzige Frage in all diesen Dingen, die ich beschrieben habe, ist, where is the life of God? Wo ist das Leben Gottes? Where is God's image and God's likeness? Wo ist Gottes Bild und seine Art? Where is salvation in everything I've just said? Wo ist die Errettung und all das, was ich gerade gesagt habe? There is nothing wrong with success. Es gibt nichts Falsches an einem Erfolg. Please, I'm giving you a disclaimer now. Bitte, ich gebe euch jetzt eine Verzichtserklärung. There is nothing wrong to do well in life. Es gibt nichts daran, ein gutes Leben zu leiten. But doing well is not the reason for doing well. Aber erfolgreich oder dass es gut läuft, ist nicht der Grund in sich, dass es gut läuft. Dafür. There is a purpose. Es gibt einen Zweck. And that purpose is in the life of God. Und dieser Zweck ist im Leben Gottes. Remember, we talked about vision. Erinnert euch, wir haben über Vision gesprochen. And we said vision is a function of the heart. Wir haben gesagt, Vision ist eine Funktion des Herzens. We also say, wir haben auch gesagt, vision begins from God. Vision fängt bei Gott an. It starts with love. Es fängt mit Liebe an. So, if it starts with love, also wenn es mit Liebe anfängt, it means love is the seed, right? Bedeutet das, Liebe ist der Same, richtig? So, if love is the seed, also wenn die Liebe der Same ist, guess what the fruit is? Dann rate mal, was die Frucht ist. The fruit is also love. Die Frucht ist auch die Liebe. The only difference is, der einzige Unterschied ist, the fruit, die Frucht of love, von Liebe is what everybody can enjoy. Ist das, was alle genießen können. It's what everybody can see.
was jeder sehen kann. It's what we can share with people. Ist, was du mit Menschen teilen kannst. The seed is planted. Aber der Same ist gepflanzt. Nobody can see it. Und niemand kann ihn sehen. And when the roots are growing, und wenn die Wurzeln wachsen, it's painful. Dann ist es schmerzhaft. Sometimes not easy. Manchmal ist es nicht leicht. And so the purpose of vision, und so ist der Zweck von Vision, is to express the life of God on the earth. Das Leben Gottes auf der Erde auszudrücken. Wherever you are, wo auch immer du bist, God should be seen. God should be seen. Gott soll gesehen sein. Wherever you are, wo auch immer du bist, you manifest Christ. Da manifestierst du Christus. Wherever you are, wo auch immer du bist, it is Christ that is powering whatever you're doing. Ist es Christus, der bekräftigt, was du tust. He is the source, er ist die Quelle, but he is also the result. Und er ist auch das Ergebnis. He is also what comes out. Er ist auch das, was rauskommt. And then important about the purpose, und dann auch ganz wichtig über den Zweck, is that you experience God's life right now, ist, dass du Gottes Leben erlebst, und zwar gerade genau jetzt, but also forever. Und auch für immer. This is something that continues. Das ist was für immer fortwährt. This is something you can pass on to your children's children's children. Das ist etwas, was du weitergibst an deine Kinder und deren Kinder, deren Kinder, deren Kinder. Let's look at one more scripture. Lass uns noch eine Schriftstelle anschauen. 1 John chapter 5. 1. Johannes Kapitel 5. 1 John chapter 5. 1. Johannes Kapitel 5. We're reading from verse 11. Wir lesen ab Vers 11. He is the vine and you are the branch. Er ist der Wein und du bist der Zweig. If you are not in him, wenn du nicht in ihm bist, you can't see what he is showing you. Dann kannst du noch nicht sehen, was er dir zeigt. Is he showing you something? Zeigt er dir etwas? Oh yes, he is. Ja, es macht er. Continually. Und zwar immer fort. The question is, die Frage ist, are you seeing what he is showing you? Siehst du, was er zeigt? Can you perceive what the Lord is showing you? Kannst du empfangen und erkennen, was der Herr dir zeigt? If not, wenn nicht, then it's time to check your father-son relationship. Dann überprüf deine Vater-Sohn-Beziehung. It's also time to check the purpose. Es ist auch Zeit, den Zweck zu untersuchen. The reason why you do what you do. Den Grund dafür, für das, was du tust, warum du es tust. 1. John chapter 5, from verse 11. 1. John, Johannes, Kapitel 5, ab Vers 11. The scripture says, and this is the record that God has given to us, eternal life. And this life is in his Son. Die Schrift sagt, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Verse 12 says, he that had the Son had life. And he that had not the Son of God had not life. Vers 12 sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Eternal life was promised by God. Ewiges Leben wurde durch Gott verheißen. To man, dem Menschen gegenüber. But this life, this promise has been fulfilled. Aber diese Verheißung wurde schon erfüllt. This promise has been fulfilled in Christ. Diese Verheißung wurde erfüllt in Christus. Now for you to be able to experience this promise, damit du jetzt in der Lage bist, diese Verheißung zu erleben, is important for you to renew your mind towards your father-son relationship. Es ist für dich wichtig, deine Gesinnung und deinen Verstand zu erneuern hinsichtlich der Vater-Sohn-Beziehung. But what do you use to renew your mind? Was nutzt du, um deinen Verstand zu erneuern? You use the gospel. Du benutzt das Evangelium. The good news that God became man so that man can live the life of God. Die gute Nachricht, dass Gott Mensch wurde, damit der Mensch das Leben Gottes leben kann. Now, it is here that we see that vision takes us from reasoning to experience. Und genau hier erkennen wir, dass die Vision uns vom Erdenken zum Erleben bringt. So when we are conscious that the life of God is the life that we are now living. Also wenn wir uns bewusst sind, dass das Leben Gottes das ist, worin wir gerade leben. When we bring ourselves in the awareness, wenn wir uns selbst in das Bewusstsein bringen, just like Jesus, so wie Jesus, I and my Father, we are one. Ich und mein Vater, wir sind eins. So what happens? Was geschieht dann? What the Father is showing, was der Vater uns zeigt, we begin to see.
fangen wir an zu sehen. Now when we see that, also wenn wir das sehen, we are now in the process of realization. Dann stecken wir jetzt schon im Prozess der Realisation. And lastly, und letzte Woche, lastly, the last point. Der letzte Punkt, Verzeihung, der letzte Punkt. Vision is a choice. Vision ist eine Entscheidung. You can choose to be in the flow with the father-son relationship. Du kannst dich entscheiden, im Flow zu sein mit der Vater-Sohn-Beziehung. Or you can run after the spiritual gifts and, you know, and so many other things. You can run after whatever. Und du kannst hinter den Geistesgaben oder hinter so vielen anderen Dingen einfach hinterherrennen. You can run after religion. Du kannst auch Religion hinterherrennen. But the only thing is, aber das Einzige ist, after a while, nach einer Weile you will realize, kommst du zur Realisation, that the purpose of the Father, dass der Zweck des Vaters is not what you are seeing. Nicht das ist, was du gerade siehst. Because what you set, what you focus on, denn worauf du dich fokussierst, that is what will be your vision. Das ist, was deine Vision sein wird. When you focus on the father-son relationship, wenn du dich auf die Vater-Sohn-Beziehung fokussierst, you will see what the Father is showing. Dann wirst du sehen, was der Vater gerade zeigt. And the Spirit of God in you, und der Geist Gottes in dir, bears witness. Er ist Zeuge. So there is a constant flow. Er legt Zeugnis ab, dass es einen konstanten Flow gibt. And then finally, und schließlich, when you see what God shows you, wenn du siehst, was Gott dir zeigt, and you accept it, und du es annimmst, it becomes your experience. Dann wird es dein Erleben. When the Father shows you life, wenn der Vater dir das Leben zeigt, when the Father shows you health, der Vater zeigt dir Gesundheit, and he shows you well-being, der Vater zeigt dir Wohlbefinden, when the Father shows you that your household are saved, wenn der Vater dir zeigt, dass dein Haushalt errettet ist, when the Father shows you, wenn der Vater dir zeigt, that whoever, dass wer auch immer, out of something negative, aus etwas Negativem heraus, have chosen to be against you, sich entschieden hat, gegen dich zu sein, the being against you will bow before you, das gegen dich sein wird sich vor dir verneigen. When the Father shows you that, wenn der Vater dir das zeigt, it is your choice, dann ist es deine Entscheidung, to say yes, Lord, zu sagen, ja, Herr. When the Father shows you, you are loved, wenn der Vater dir zeigt, dass du geliebt bist, no matter how you came to the scene of the earth, egal wie du auf diese Szenerie der Erde gelangt bist, no matter how you were born, egal wie du geboren wurdest, no matter what you went through, egal wo du durchgegangen bist, no matter what you're still going through, egal wo du gerade noch durchgehst, when the Father shows you that you are in me forever, der Vater zeigt dir, dass du in mir bist für immer. Anyone who wants to touch you, jeder, der dich berühren will, has to touch me first, muss mich zuerst anfassen. Can you rise up with me? Kannst du bitte mit mir aufstehen? Vision is for you. Vision ist für dich. The origin and the purpose is for you as well. Der Ursprung und der Zweck ist auch für dich. The Father wants you to see what he's doing online. Der Vater will auch das, was du, dass du siehst, was er online tut. He wants you to see right now. Er will, dass du jetzt gerade siehst. Not tomorrow. Und nicht morgen. Not then. Und nicht irgendwann dann. But now. Sondern jetzt. Oh, can you lift up your voice with me? Kannst du bitte deine Stimme mit mir erheben? Father in heaven, Vater im Himmel, I choose, ich entscheide mich. I choose the Father-Son relationship. Ich entscheide mich für die Vater-Sohn-Beziehung. I choose the origin of vision. Ich entscheide mich für den Ursprung und die Vision. I choose the purpose of vision. Ich entscheide mich auch für den Zweck der Vision, which is eternal life, was ewiges Leben ist. Heavenly Father, himmlischer Vater, here I am. Hier bin ich. Vision is a function of the heart. Vision ist eine Funktion des Herzens. I give you my heart, Lord. Ich gebe dir mein Herz, Herr. I give you my heart, Lord. Ich gebe dir mein Herz, Herr. I give you my focus. Ich gebe dir meinen Fokus. I put my attention on you. Ich lege meine Aufmerksamkeit auf dich. So that Father, so dass Vater, it is not the situation, es nicht die Situation ist, it is not the circumstance, und es sind nicht die Umstände. No, but it is you. Nein, sondern es bist du. It is you that has my attention. Es bist du, der meine Aufmerksamkeit hat. Yes, Father. Ja, Vater. I am one with you. Ich bin eins mit dir. I agree. Ich stimme zu. I say yes. Ich sage ja. I am my Father, we are one. Ich und mein Vater, wir sind eins. Father, what you of me, Vater, was du von mir sagst, I agree. Dazu stimme ich zu. I may not understand it all. Ich mag nicht alles verstehen. It may not be all that clear.
Es mag nicht alles so klar sein, but in my heart, aber in meinem Herzen, Lord, Herr, I say yes to you. Da sage ich Ja zu dir. I say yes to you. Ich sage Ja zu dir. And I thank you now, und ich danke dir jetzt for the ability, für die Fähigkeit, to realize, zu realisieren, to be aware, bewusst zu sein, to experience, zu erleben, your purpose, und zwar deinen Zweck, which is eternal life, welcher ewiges Leben ist. Thank you, Father. Danke, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Glory to God. Ehre sei Gott.